Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Power Rangers Super Mega Force Figuren-Review. Wieder mal gesponsert von Bandai Deutschland. Und heute habe ich für euch den Super Mega Force Red Ranger in der 10 cm Action Hero Version. Und ja, so wie auch schon beim weißen Ranger sehen wir, dass der rote Ranger in seiner typischen Super Mega Force Blister Verpackung kommt. Und es sieht auch da schon wirklich sehr, sehr schick aus. Ihr seht vorne drauf auch hier wieder die gekreuzten Schwerter in der Blister Verpackung, was ich letztes Mal schon sehr positiv hervorgehoben habe, weil das ist ein schickes Design. Dann sehen wir hier rechts auf der Seite ein Bild aus der Serie Power Rangers Super Mega Force, der rote Ranger am Start. Und natürlich auch hinten auf der Verpackung das gleiche Bild, ja, wie er gerade in Action ist und sein Schwert schwingt. Dieses Mal, wenn wir auf die Rückseite gehen, haben wir leider keine Bio am Start, so wie wir es beim Ryzen Ranger gesehen haben. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Dafür haben wir dann natürlich die ganzen anderen Super Mega Force Rangers hier am Start. Da habt ihr schon mal eine kleine Vorschau, was auf euch zukommen wird. Ja, ansonsten kann ich euch noch kurz dazu sagen, da leider die Bio so ein bisschen fehlt, der rote Ranger der Super Mega Force heißt natürlich Troy Burrows. Und ja, die Story von den Super Mega Force Rangers muss ich euch eigentlich gar nicht großartig erklären. Ihr müsst ja nun wissen, dass die Armada die Erde überfallen will. Und die Mega Force Rangers haben halt die Kräfte der Super Mega Force Rangers bekommen. Das heißt, sie können jetzt legendäre Ranger annehmen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Sache gewesen. Gerade in der Serie, der Endkampf, also das war schon wirklich sehr cool und eine tolle Idee. Ansonsten kann ich euch noch sagen, dass er drei Sorts am Start hat. Nämlich hat er einmal die Dragon Mecha Sort am Start und dann natürlich die Sky Brothers Sorts. Ich habe das Ganze leider nur auf Englisch gesehen, daher weiß ich nicht die deutschen Namen, es tut mir leid. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht weiter drum rum. Wir packen jetzt mal den Super Mega Force Red Ranger aus und schauen ihn uns mal im Detail an. Wie auch schon beim weißen Ranger muss ich euch sagen, dass hier der Super Mega Force Red Ranger ein cooles Design hat und ich finde für eine so kleine Figur wirklich tolle Details am Start hat. Als erstes natürlich erstmal wieder den Helm gecheckt, denn der Helm, muss ich sagen, auch hier gefällt mir sehr gut. Mir hat generell das Design sehr gut gefallen von der Super Mega Force. Ich finde es sehr gut, dass sie auch mal so ein bisschen weggegangen sind von diesem Mundpiece, was ihr von den klassischen Rangers kennt. Also das hier sieht um einiges cooler aus, muss ich sagen. Der Helm selbst sieht immer so aus, ja, als hätte er so eine Art Krone sogar noch auf. Mir gefallen die ganzen Applikationen. Dieses Gold, was sich komplett überall durchzieht, ist sehr schick geworden. Auch dann obendrauf das Symbol, die gekreuzten Schwerter in Silber gehalten. Auch das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Was ich auch wirklich toll finde, ist das Design selbst des Anzuges. Dadurch, dass sie sich ja nun halt verwandeln, sehen sie auch ein bisschen edler aus. So eine Art Jacke, so eine edle Jacke haben sie eigentlich schon am Start. Dann mit diesem tollen Kragen hier. Viele mögen wahrscheinlich diesen Kragen nicht so sehr, weil es ist halt sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde, das sieht cool aus. Das sieht wirklich sehr edel aus. Dazu kommt dann halt noch wieder der ganze Goldton, der hier mit dran ist. Das haben die toll gemacht. Darunter seht ihr, da trägt er seinen schwarzen Anzug und vorne drauf auch nochmal wieder die gekreuzten Schwerter in weiß gehalten. Auch das sieht wirklich sehr schick aus. Es ist wirklich sehr fein, ein sehr feiner Druck und da ist auch die Farbe wirklich, ja, perfekt gelungen eigentlich. Kann man nicht anders meckern. Wenn wir tiefer gehen, sehen wir den Gürtel. Auch den Gürtel, muss ich sagen, für die Größe super tolle Details am Start. Die Super Mega Force hat natürlich die Möglichkeit, verschiedene legendäre Ranger-Formen anzunehmen und dafür haben sie halt in dieser Gürtelschnalle vorne die Möglichkeit, verschiedene Schlüssel einzusetzen, die in Form der alten legendären Rangers gestaltet ist. Und ihr seht auch hier drauf das Detail, da ist so ein kleines Männchen sozusagen vorne drauf. Und ja, das denke ich mal, ist für die Größe auf jeden Fall auch sehr gut geworden. Ja, der Gürtel selbst ist auch in einem Goldton gehalten. Er ist etwas anders gehalten als der Goldton an der Rüstung, aber das fällt auch kaum auf. Und ich finde, detailtechnisch ist es wirklich sehr schön. Wenn wir mal auf die Rückseite gehen, auch hier natürlich, ne? Ihr seht, dass die ganzen Farbapplikationen gefallen mir sehr, sehr gut. Also da hat Bandai einen tollen Job gemacht. Und ja, man kann nicht anders meckern oder irgendwelche Fehler sehen. Hinten drauf haben wir eine kleine Markierung. Hier ist eine Zahl aufgedruckt. Finde ich ein bisschen schade, dass man die so extrem sieht. Hätte man auch anders machen können. Dafür haben sie es natürlich wiederum hier gemacht. Ihr seht, hier ist eine Markierung drauf von Bandai. Und hier unten auch nochmal dieses CE-Zeichen. Das ist in
in einem gleichen Rotton gehalten halt wie der Anzug. Und das fällt Gott sei Dank nicht so sehr auf. Und das ist schon völlig okay. Ja, wenn wir jetzt mal tiefer gehen, schauen wir uns mal die Stiefel an. Da seht ihr erstmal diese tolle Silberapplikation hier oben dran. Das sieht auch wirklich sehr, sehr schick aus. Und ich muss sagen, ich bin jedes Mal wirklich doch sehr angetan von Bandai und der Qualität, was den Paint Shop anbelangt. Denn ich habe ja nun, wie gesagt, Leute, auf meinem Kanal sehr viele andere Toylines mittlerweile. Und da ist bei einer Figur dieser Größe öfters mal der Paint Shop wirklich nicht wirklich so toll. Aber hier muss ich sagen, wow, wirklich sehr, sehr schick. Auch hier, seht euch die Handschuhe an. Auch das sieht wirklich gut aus. Wir haben wieder diese Silberapplikation, dann die weißen Handschuhe. Okay, auch da ist noch was reingesculptet. Ihr seht das, das ist nicht bemalt, aber das ist völlig okay. Die Figur sieht ja im Großen und Ganzen sehr, sehr schick aus. Und ich kann sie definitiv euch ans Herz legen. Fürs kleine Geld ist diese Reihe auf jeden Fall, ja, ist sie ihr Geld auf jeden Fall wert. Schauen wir uns mal an, was der Red Ranger noch so an Accessories dabei hat. Denn auch er hat natürlich seine ikonischen Waffen am Start. Als erstes habe ich mal sein Schwert hier dabei. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Schwert leider nur in einem Plastikschwarz gehalten ist. Denn die Details, die da drauf sind, die sind schon wirklich sehr, sehr toll für die Größe. Da hat sich schon Bandai wirklich ins Zeug gelegt. Schaut euch das mal an. Diese ganzen einzelnen Ornamente, auch hier wieder die gekreuzten Schwerter, wenn ihr es erkennen könnt. Das ist sehr, sehr schick geworden. So eine vielleicht ein, zwei kleine Farbapplikationen mehr hätten diesem Schwert nochmal so einen gewissen Touch gegeben. Dann wäre das wirklich toll geworden. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht es trotzdem sehr, sehr gut aus und es reicht völlig aus. Es ist aus einem eher flexibleren Plastik gehalten. Ihr seht das hier. Also für die jüngeren Zuschauer unter euch, wenn ihr damit spielen solltet, da kann da nichts passieren. Also die Waffen sind wirklich sehr jugend- und kinderfreundlich gestaltet. Als zweite Waffe haben wir natürlich die Pistole, die muss natürlich dazugehören und auch hier muss ich sagen, schade, dass es nur im Plastik schwarz gehalten ist, aber auch hier sind die Details wirklich toll. Wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr auch hier die gekreuzten Schwerter erhaschen und die ganzen einzelnen kleinen feinen Details gefallen mir sehr gut. Also da kann ich wirklich nicht meckern, das sieht sehr, sehr schick aus. Auch die Waffe ist natürlich aus einem eher flexibleren Plastik gehalten, also da kann auch nicht wirklich viel passieren. Und ja, schauen wir uns mal an, wie das aussieht, wenn der Red Ranger seine Waffen in der Hand trägt. Auf jeden Fall wird das sehr, sehr genial aussehen. Und schon ist er kampfbereit, das Schwert in der Hand und seine Pistole. Und das hält die Figur auch wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da kann man nicht meckern. Ihr schaut mal hier, die Pistole allein. Also er hält das wirklich sehr gut. Die Hände sind sehr steif, das klappt alles perfekt. Und die Waffen wird er auch so schnell nicht verlieren, so wie ich das sehe. Ja, im Großen und Ganzen sieht diese Figur wirklich sehr cool aus. Also ich mag das Design, ich mag die Waffen und ich kann euch definitiv diese Figur für den kleinen Geldbeutel ans Herz legen. Kommen wir mal kurz zur Beweglichkeit, denn mein Kanal ist dafür bekannt, dass wir natürlich die Beweglichkeit durchgehen müssen, damit ihr euch auch darauf einstellen könnt, was diese Figur, ja, wie bespielbar diese Figur ist und was ihr für coole Action-Poses damit raushauen könnt. Aber wenn ihr die Red Ranger Review von mir schon gesehen habt, dann wisst ihr natürlich, was auf euch zukommt. Ich fange einfach mal an. Der Kopf sitzt auf einem normalen Gelenk. Ihr könnt ihn nur nach links und rechts bewegen. Diesmal haben wir natürlich das Problem, dadurch, dass hier dieser coole Kragen am Start ist, können wir den Kopf nicht 360 Grad bewegen. Aber das ist wiederum nicht schlimm, weil ich finde, das ist ja nun auch realistisch. Wer kann seinen Kopf schon 360 Grad drehen? Das ist völlig okay. Die Schultern haben richtig tolle Gelenke. Die laufen sehr, sehr flüssig. Ihr könnt die sehr weit die Arme nach oben packen. Schaut euch das an. Sehr cool. Also ihr seht schon, ich mache das hier mit einer Hand perfekt, mit einem Finger. Das läuft super. Ihr könnt die Arme nach vorne packen. Sehr weit, also auch da hier 360 Grad bewegen nach hinten, wie ihr fröhlich seid, das ist sehr schön. Dann haben wir ein einfaches Ellbogengelenk am Start hier, auch das ist wirklich ausreichend, wirklich super. Da könnt ihr auch gerade so mit dem Schwert coole Action-Poses mit raushauen, auf jeden Fall, er sieht wirklich sehr cool aus. Ja, dann haben wir hier an den Handschuhen wieder die Separation, damit ihr auch hier noch so ein bisschen Handbeweglichkeit am Start habt. Das habt ihr ja nun auch beim weißen Ranger schon gesehen, das sieht wirklich sehr gut aus und das passt. Keine Hüftbeweglichkeit, aber das denke ich mal ist für diese Figur völlig okay, das muss auch nicht sein. Er sieht wirklich trotzdem gut aus und ihr könnt damit wirklich ordentlich rumspielen. Wir haben ja, die Beweglichkeit in der Hüfte ist jetzt hier so ein bisschen eingeschränkt bei den Beinen. Dadurch, dass hier seine Jacke natürlich an der Seite hier so edel rüberhängt, können wir die Beine nur so weit auseinanderspreizen. Aber das ist völlig okay, mehr müssen wir da auch nicht haben. Nach vorne haben wir natürlich auch so eine leichte Eingeschränktheit jetzt hier am Start. Das geht auch nicht wirklich. Ihr seht das hier. Ich muss auch dazu sagen, Leute, diese Weste oder diese Jacke ist hier so
ein bisschen flexibler, aber strapaziert das nicht über. Ihr möchtet nicht euren roten Ranger irgendwie kaputt machen, also mehr Beweglichkeit würde ich da nicht raushauen, nach vorne und nach hinten, mehr ist da leider nicht drin. Dann haben wir natürlich noch ein einfaches Kniegelenk, was auch wirklich völlig ausreichend ist, und wir haben die Separation nochmal im Stiefel. Ihr könnt auch den Stiefel nochmal nach links und rechts drehen, 360 Grad, also da ist die Beweglichkeit wirklich äußerst gut geworden. Kommen wir mal zum kleinen Größenvergleich. Ich habe euch jetzt nochmal den weißen Ranger aus der letzten Review dazugepackt. Und auch da seht ihr, die Figuren sind alle ein Maßstab. Die sind beide gleich groß, so wie ich das sehe. Und zusammen sehen die schon wirklich sehr, sehr toll aus. Also was ich an dieser kleinen Toyline wirklich toll finde, sind die Goldapplikationen. Dieser Goldton, der lässt diese Figuren sehr cool hervorheben. Das sticht sehr gut hervor und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, Leute. Ja, ich würde sagen, das war's schon wieder. Das war eine kurze Review zu Power Rangers Super Mega Force, dem roten Ranger. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Lust drauf habt, schaut doch nochmal nächste Woche auf meinen Kanal, denn da gibt es noch einen weiteren ikonischen Power Ranger, der zum weißen Ranger dazugehört. Und ich denke mal, er wird euch genauso gut gefallen. Also Leute, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Macht's gut, bis denne dann und reingehauen. Tja, liebe Fans, das war der Power Ranger Super Mega Force Red Ranger in seiner kleinen 10 cm Form und ich finde, er ist auf jeden Fall eine kleine Anschaffung wert. Wenn ihr drauf steht, wenn ihr diese Figuren toll findet, dann könnt ihr sie sicherlich überall schon mittlerweile kaufen. Schaut einfach mal die ganzen Shops durch und da werdet ihr ihn sicherlich finden. Auf jeden Fall lohnt er sich. Solltet ihr natürlich das letzte Video noch nicht gesehen haben, ich habe den weißen Ranger auf der rechten Seite für euch nochmal verlinkt und darunter von Bandai die gesamte Playlist zu allen Figuren und Sprühkits, die ich von Bandai zurzeit review. Schaut doch da mal rein, da gibt es was Nettes zu entdecken. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis denn dann und reingehauen.